Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Christian der Feuerwehrmann. Wer sitzt eigentlich wo auf dem Feuerwehrfahrzeug? Das möchte ich euch in den folgenden Clips zeigen. Die Gruppe. Geleitet wird die Gruppe vom Gruppenführer. Weiter zur Gruppe gehören der Maschinist, der Melder, der Angriffstrupp, der Wassertrupp und der Schlauchtrupp. Lassen wir unsere Gruppe mal hinter dem Fahrzeug antreten. Angetreten wird mit einem Abstand von 2 Meter zum Fahrzeug. Vorne links sitzt der Maschinist. Er fährt das Fahrzeug. In der zweiten Reihe nimmt außen der Angriffstrupp Platz. Hier ist meist auch an den Sitzen ein Atemschutzgerät verbaut. Der Führer sitzt auf der linken Seite, der Mann auf der rechten. Zwischen dem Angriffstrupp sitzt der Melder. Mittig in der dritten Reihe sitzt der Schlauchtrupp. Der Schlauchtruppführer wieder auf der linken und der Schlauchtruppmann auf der rechten Seite. Außen in der dritten Reihe nimmt der Wassertrupp Platz. Wie bei den anderen Trupps der Führer wieder auf der linken und der Mann auf der rechten Seite. Zu guter Letzt der Gruppenführer. Er sitzt rechts neben dem Maschinisten. So kann der Gruppenführer während einer Alarmfahrt mit seinen Truppführern reden und schon erste Anweisungen geben. Die Staffel. Geleitet wird die Staffel vom Staffelführer. Weiter zur Staffel gehören der Maschinist, der Angriffstrupp und der Wassertrupp. Lassen wir unsere Staffel mal hinter dem Fahrzeug antreten. Angetreten wird mit einem Abstand von 2 Metern zum Fahrzeug. Bei der Sitzordnung der Staffel unterscheiden wir Fahrzeuge mit Gruppenkabine und Fahrzeuge mit Staffelkabine. In beiden Fällen sitzt der Maschinist vorne links. Er fährt das Fahrzeug. In der zweiten Reihe nimmt außen der Angriffstrupp Platz. Hier ist meist an den Sitzen auch ein Atemschutzgerät verbaut. Der Führer sitzt auf der linken Seite, der Mann auf der rechten. Bei Fahrzeugen mit Gruppenkabine nimmt der Wassertrupp außen in der dritten Reihe Platz. Wie beim Angriffstrupp der Führer wieder auf der linken und der Mann auf der rechten Seite. Bei Fahrzeugen mit Staffelkabine sitzt der Wassertrupp zwischen dem Angriffstrupp. Wieder der Führer links und der Mann rechts. Zu guter Letzt der Staffelführer. Er sitzt neben dem Maschinisten. So kann der Staffelführer während der Alarmfahrt mit seinen Trupps reden und schon erste Anweisungen geben. Der Trupp. Zur Truppbesatzung gehören der Truppführer, der Truppmann und der Maschinist. Die Sitzordnung in Fahrzeugen mit Truppkabine ist recht überschaubar. Vorne links sitzt der Maschinist. Er fährt das Fahrzeug. Neben dem Maschinisten in der Mitte sitzt der Truppmann. Und rechts außen der Truppführer. Habt ihr noch Fragen zu diesen oder anderen Themen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Christian, dem Feuerwehrmann.